Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Zelda Oracle of Seasons. So, jetzt haben wir die Magnethandschuhe, jetzt können wir auch in dem Tempel ordentlich vorankommen. No! No! Böse Monstrum! Jetzt kommen wir auch überall hin. Was war unnötig? Oh, diese Blumen, die regen einen so auf. Die! Ich will trotzdem der Komplettierungshalber hier nochmal oben lang laufen. Hinter ist ja noch was. Nö. Jut, 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 jut. So. Och, jetzt. Das Dumme an den Viechern ist, wenn sie dich einmal getroffen haben, kannst du für kurze Zeit nicht dein Schwert benutzen. Herzen drunter, wir können ja mal gucken. Da haben wir eins, da haben wir eins. Okay, dann fix sie wieder ein. So, jetzt bomben uns da den Weg frei. So. Also ein bisschen verbombt. So gemein, die Viecher, ne? Okay. Dann denkt man, das war's. Nee, nee. So nicht. Och, Manu. Am besten dafür unten drunter stehen bleiben. Ach komm, der Raum ist doch kacke. Raum ist doch kacke! Jetzt habe ich schon sonst so viele Herzen ge... Nächste Scheißdruf. Oh shit. Okay. Okay. Ganz ehrlich, der Raum ist mir jetzt egal. Es sei denn, ich muss da irgendwann lang. Dann. Bleibt wohl nichts anderes übrig. So. Gehen wir also wieder hier links. Da, 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 da. So, jetzt können wir uns nämlich an diesen Stein. Können wir auch ganz tolle Sachen machen. Und zwar hier rüber. So. Können wir uns da erstmal den kleinen Schlüssel holen. So, keine Schlüssel. Den hätten wir dann auch. So, da geht es wieder an Anfang von den Tempeln. Hol da noch ein bisschen Quatsch. Na, da können wir ja auch noch einen Schlüssel holen und sowas. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Died, died. They died. Okay. So. Guck mal, die Magnethandschuhe. Das Teil ist nicht etwa, um eine Truhe heraufzubeschwören. Nein, sondern... um hier rüber zu kommen. So. Können wir hier nämlich noch einen Schlüssel holen. Da 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 da! Kleine Schlüssel! Okay, da passiert nichts. So. Ich freue mich schon mal auf den Endboss. Ich kann das überhaupt nicht, das Vieh. Das ist so. Wusste ich nicht. Das ist so meh. Okay, die lassen wir jetzt mal ein paar Herzen fallen, die sind kulant. Genau das kann man mit den Viechern machen. Wir können denen da ihre Rüstung einfach wegziehen.
Ja, mit dem Ding kann man auch Gegner plätten. Ein Duell zu der Turbine. Das ist sensationell. Okay. Dann jetzt hier hoch. So, hier muss ich mal gucken, was mir die Eule sagt. Boah, wie es mir viel gleich wegrammt. Das war, glaube ich, ganz wichtig, was die Eule sagt, um zur Lösung eines Rätsels beizutragen. Merke dir die Abfolge, in der du die Ritter besiegst. Okay. Genau. So war das, genau. Ich muss mir merken, wie ich die kaputt mache. Ich glaube, ich muss die bomben, oder? Kann das sein? Damit kann ich die schlagen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Komm mal ein bisschen hoch hier, Kollege. Ja, ich muss die aber kaputt bomben, die Viecher. Ich weiß nicht mal, welcher ist. Ha. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das, okay. Das ist der oben. Das ist der, der oben war. Das finde ich jetzt gemein. Ach komm, ich gehe am besten noch mal raus und fang noch mal an. Das geht ja gar nicht, ey. Ach komm, warum habe ich den jetzt aktiviert? Ach komm, der Raum ist doch KK. Also richtig KK. Ich glaube, ich brauche ein paar Bomben. Na, ja, genau. Komm. Komm her, dass ich dich treffen kann, du. Ich habe nicht mehr genug Bomben, um die kaputt zu machen. Ich weiß halt nicht, ob ich die vielleicht auch mit Schwerthieben kaputt kriege. Das muss ich testen. Ja. Okay, das geht auch. Okay. Mal kurz Pause machen. So, da geht's weiter. Ich wurde gerade durch ein Telefonat gestört und das hat genervt. Hab ich jetzt richtig rum? Nee, eigentlich muss das Schwert dahin. So. Ein Rubin. 10 Bomben. 4 Glutkerne. Und ein kleiner Schlüssel. Deswegen müssen wir uns merken, welche Reihenfolge wir die Ritter kaputt gemacht haben. Ganz wichtig. So. Dann gehen wir jetzt hier längs. 1, 2, 3, 4. Gib mir Herzen, gib mir Herzen. Oh Gott. Nein. Ganz böse Federmaus, ganz böse. Okay. Uja, genau. So. Ach
Ach so, das ist entgegengesetzt. Ich hab schon verkackt. Again! Ach, da komme ich dahin. Alles klar. Siehste, braucht man gar nicht. So. So. Jetzt müsste ich zwei rüber und eins hoch. Okay, da hat der Raum eigentlich dann null gebracht. Gut. Aber müssen wir wenigstens nicht unten wieder durch die Kanalisation, wo diese Viecher mit dem hier rumballern und so. Ja, das muss nämlich nicht sein. Das ist nämlich uncool. Du Cockvieh, du. Denkst du, du kannst dir auch das erlauben? Tauch, tauch, tauch. Yeah. Ich mag den Zora-Ring. Der ist cool. Okay. Muss ich da hier längs? Ich wollte eigentlich erst nochmal nach oben. Nochmal zurück. Weil ich wollte dann oben die Kugel noch richtig stellen, weil das kann man, glaube ich, nicht von dem Punkt aus machen, wo man dann anderweitig in den Raum reinkommt. Ach, shit. Egal, hier muss ich auch rein. Oh shit. Take these. So. Das funktioniert nämlich folgendermaßen. Und zwar so. Geh weg. Kleine Schlüssel. Okay. Siehst du, da musste ich sowieso auch nochmal rein. So ganz aus Versehen. Yay! Ich bin wieder full life. Okay. Da muss man ganz schnell drücken, weil sonst fällt man runter. Okay. Dann straight nach oben. Ja, oft nicht. Genau hier. Das hätte ich auch machen können, ruhig. Geht's da drüben weiter? Nee. Gut. Auf jeden Fall müssen wir da oben dann hin. Das ist relativ am Ende des Tempels. Oder des Helivels, je nachdem. So, ich bin mal nett und tu für den nächsten, der hier reinkommt, schon mal die Weiche wieder umstellen, dass er selber die Dings machen muss. So. Jetzt können wir da längs. Vier Schlüssel habe ich. So, jetzt haben wir den Miniboss. Das Vieh ist Kage. Musst du aufpassen. Genau, jetzt macht er hier so. Weiß ich nicht. Ach so. Ah, okay. Wer den Schwanz mal auf der anderen Seite hat, wenn ich ihn schlafen will. Ich mag diesen Miniboss. Der ist auf jeden Fall mal was anderes. Okay, so jetzt müsste er in die Ecke, genau. Der macht er immer so. Okay. Hui! Machen wir es am besten so, dann mache ich mir Schaden. Aua! 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 Wow, der macht die Bögen immer höher. So. Und da ist er besiegt! Die alte Sau. Okay. Man muss eigentlich nur den Moves von ihm ausweichen, dann ist das kein Problem. So. Ich will das jetzt haben. Also wie sieht das aus? Wie viele Räume haben wir denn noch?
Okay. Dann würde ich sagen, was haben wir hier? Genau, da muss ich erst hier hoch auf den Schalt her. Durch die Engstelle. Hier nach oben. Ha, getrollt. Ja, die Videos sind kacke. Die muss man immer schön nah ranziehen. Dann kann man sie schlagen. Genau, ganz schlimm die Viecher. Genau. Okay. Ganz schlimm der Raum, ganz schlimm. Gut. Dann wäre das abgehakt. Der trifft er nicht. Okay. Kann ich die mit dem Bumerang auch eigentlich ändern? Ja, da kommen nämlich Feen raus. Bei den Viechern. Das konnte man im Links Awakening mit dem Zauberpulver machen. So, jetzt gehen wir hier längs. Okay. Dann können wir uns hier nämlich. Moment. Hier geht's doch zum Boss. Hier bin ich falsch. Da muss ich erst. Ich dachte, hier geht's zum großen Schlüssel. Oh shit. Oh fuck. Hier geht's ja erst zum. Hier geht's ja schon zum Endboss. Ich wollte eigentlich erst zum großen Schlüssel. Okay. Da muss ich doch erst da links. Jetzt haben wir hier diesen ganz tollen Raum. Dieser Raum ist ganz doll kaka. Genau das meine ich. Okay. Boah, dieser Raum ist so nervig. Okay. So, jetzt. Okay. Die Plattform ist noch ganz schlimm hier. Okay. Da ist der große Schlüssel. Yay. Okay. What? Okay. So. Oh yeah. Ich bin so ein Pro. Okay. Now. Oh, komm schon. Das Ding rollt in die Richtung. Okay. Okay. Das hätten wir. So. Ich muss halt wieder versuchen, erstmal die Herzen aufzuladen. Erstmal muss ich durch diesen Kakao durch. Okay. Ganz schlimm darum, ganz schlimm.
Ja. Schlimmster Raum in diesem Tempel. Abgesehen vom Bossraum. Ha. Ein seltsam Harz. Give me Harz. Give me Soll. Sonst hege ich an euch einen Groll. Na gut, wir haben ja da diese, Viecher da, die kann ich ja in Feen verwandeln. Das ist ja kein Problem. Da brauche ich jetzt einmal den Boomerang. So. So. Da können wir das doch schön cheatern. Und hoch und drüber. Okay. Das ist jetzt ganz heimtückisch hier mit den ganzen Fledermäusen. Genau das meine ich. Die fliegen einer halt schön im Weg rum. Denken wir hier an so einen Raum, ist ja nichts Besonderes. Gott. So, dann haben wir hier den Baus. Nicht ein Herz. Okay, dann würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns dann gegen den Boss auflehnen oder den Boss machen. Ja. Würde ich sagen, bis dahin und ciao, ciao.